Hallo, hier ist Philipp von InvestorSearch und meiner Vorstellung und Analyse der Siemens-Aktie. Siemens ist der größte Investitionsgüterkonzern Deutschlands. Das heißt, man produziert ganz viele Produkte wie Maschinen, Turbinen, Infrastruktur, Fabriken, Anlagen, die dann von anderen Firmen betrieben werden. Siemens ist also eine der ganz großen deutschen Industrieikonen, das auf Werner von Siemens zurückgeht. Hier sehen wir die verschiedenen Sparten auch nochmal im Überblick. Das Geschäftsmodell ist meistens nicht so attraktiv, da man natürlich sehr zyklisch ist. Man muss immer wieder neue Aufträge gewinnen. Die Vergabe ist oft schwierig, weswegen Siemens ja auch schon mal in Bestechungsskandale verwickelt worden ist. Und oft tritt man halt in den einzelnen Sparten gegen spezialisierte Anbieter an, die noch fokussierter darauf sind. Trotzdem, der Wettbewerbsvorteil von Siemens ist halt auch seine Größe und Finanzkraft. Kunden gehen dort weniger Risiken ein oder denken das. Viele Projekte können kleinere Firmen halt gar nicht so stemmen. Die Marke Siemens ist also sehr, sehr bekannt, was vor allem an den inzwischen eigentlich unbedeutenden Konsumentenmarken liegt, wie früher die Handys oder auch die Haushaltsgeräte, die für den Konzern aber keine Rolle mehr spielen, weil sie verkauft worden sind oder untergingen. Der Markt, wir sehen es hier von dem Überblick, Siemens ist auf sehr, sehr vielen Märkten tätig, ist natürlich sehr, sehr groß, teilweise wachsen, teilweise eher nicht. Immer ist halt, wie gesagt, sehr zyklisch und teilweise auch abhängig von politischen Entscheidungen, welche Firma jetzt den Zuschlag bekommt, um das Kraftwerk oder so zu bauen. Ganz wichtige Sparte für Siemens ist Power and Gas, wo man diese Turbinen baut. Dort hat man natürlich mit Dressrand auf dem Höhepunkt des Zyklus ganz teuer zugekauft. Das ist eine Entscheidung vom neuen CEO Keyser, die eigentlich im Nachhinein fatal bzw. Vernichtung von Aktionärskapital war. Konventionelle Kraftwerke rechnen sich nämlich immer weniger und auch wenn Turbinen natürlich auch bei Staudämmen und so zum Einsatz kommen, ist dies kein Wachstumsmarkt langfristig mehr. Gilt mehr für Windkraft und Photovoltaik hatte Siemens kein Glück, da war die Konkurrenz aus China zu günstig und zu gut. Aber Siemens ist Weltmarktführer bei Offshore-Wind, was sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und das Geschäftssegment wächst auch insgesamt, auch wenn es hier zum Beispiel 2015 der Auftragseingang zurückging. Beim Anlagenbau kann man aber natürlich auch seine Stärke als großer Anbieter bei Finanzierung und Forschung ausspielen. Allerdings tritt man, wie gesagt, zum Beispiel auch viel gegen spezialisierte Anbieter wie Enercon oder Goldwind aus China an, wobei letzteres international noch nicht so tätig ist. Ebenfalls sehr wichtig ist die Energiemanagement- und Infrastrukturdivision, wo halt Energienetze gebaut werden. Hier besteht zum Beispiel großer Nachholbedarf in den USA, ist aber natürlich eher auch ein eher langweiliges Geschäft mit sehr langen Sales-Zyklen. Ein typisches Investitionsgütergeschäft. Interessanter, gerade auch aufgrund der niedrigen Zinsen und des Gebäudebooms in Deutschland und zunehmend auch in anderen Ländern ist natürlich die Gebäudetechnik-Sparte, die auch wächst und man hat hier einige smarte Technologien, ohne dass das jetzt alles Hightech ist, was hier zum Einsatz kommt. Auch eine wichtige Sparte von Siemens ist Mobilität oder Züge. Hier kommt natürlich auch neue Konkurrenz aus China, da haben sich die zwei großen Staatskonzerne zusammengeschlossen und sollen jetzt auf den Weltmärkten um Aufträge kämpfen. Das ist natürlich ein neuer, starker und vor allem kostengünstiger Wettbewerber für Siemens. Das ist aber natürlich auch ein sehr kapitalintensives Geschäft, wo meist Staatskonzerne die Kunden sind, was natürlich auch nicht so einfach ist. Sehr spannend ist die digitale Fabrik, was auch so ein bisschen aus Industrie 4.0 vermarktet wird. Das heißt, hier werden Produktionsprozesse, Maschinen, Vernetzung von diesen Maschinen verkauft, was natürlich sehr, sehr anspruchsvoll ist und viele Bereiche von Konkurrenz etwas geschützt sind, da das sehr, sehr komplex ist und man auch sehr lange Beziehungen mit den Kunden hat. Weitere Sektion im Fabrik- und Kraftwerksbau ist die Prozessindustrie, die aber eher stabil ist von der
Entwicklung. Aber wir sehen hier 10 Milliarden Euro Umsatz in 2015. Das ist natürlich schon auch nicht gerade klein. Und ähnlich wie beim ewigen Konkurrenten General Electric früher, die Finanzdivision ist auch immer wichtiger geworden, da man hier Kunden Kredite gibt oder auch für Dritte Finanzdienstleistungen abbildet und natürlich hier seine Größe und gute Kreditwürdigkeit ausspielen kann. In guten Zeiten können hier sehr gute Gewinne erzielt werden, ist aber natürlich bei einer Wirtschaftskrise auch immer anfällig. GE hat ja zum Beispiel sein GE Capital fast komplett zurückgefahren und verkauft hier sehr, sehr viele Dinge. Von den Margen und den Zukunftsaussichten vielleicht sogar am spannendsten ist Siemens Healthcare, wo man halt ganz viele hochanspruchsvolle Medizintechnik verkauft. Hier ist auch GE natürlich ein sehr starker Konkurrent oder auch Philips. Wichtig sind hier bildgebende Verfahren, wo die Maschinen schnell auch 1 Million Euro kosten. Wir sehen hier aber auch kontinuierlich weiteres Wachstum, gerade natürlich auch in den Schwellenländern, wo die globale Mittelschicht immer mehr solche Produkte fragt. Siemens wird inzwischen von Joe Kaeser geleitet, der BWL an der Fachhochschule Regensburg studiert hat. Auf ihn ist auch die viel zu teure Übernahme von Dresser Rand zurückzuführen, was wirklich zum völlig falschen Zeitpunkt und viel zu teuer gekauft worden ist. Hier wäre ein langfristiger Fokus auf erneuerbare Energien sinnvoller, da man sich zum Beispiel die komplette Solarindustrie für wenige Milliarden Euro einverleiben könnte. Und auch viele Windkraftanlagenhersteller sind nicht groß teuer. Das Geld wäre hier sicherlich langfristig besser aufgehoben. Auch ist natürlich die Kultur bei Siemens nicht gerade unternehmerisch, auch wenn viele Siemens-Mitarbeiter Aktionäre sind. Siemens gilt eher als sehr bürokratischer Konzern, der typische Siemensianer, der sehr, sehr, sehr genau ist, aber auch risikoavers ist. Insgesamt fehlt so ein bisschen, trotz der vielen Schlagworte, die immer wieder verwendet werden, eine wirkliche visionäre Strategie für die nächsten Jahre. Ich meine, seit 10, 15 Jahren ist sowohl die Siemens-Aktie als auch der Umsatz nicht vom Fleck gekommen. Das ist natürlich schon eine Enttäuschung. Und auch wenn sich vielleicht jetzt mal 2015 die Margen und Umsatz etwas verbessert hat, das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass der Eurokurs sehr, sehr niedrig war und die Zinsen sehr, sehr niedrig ist. Also man lebt dann natürlich auch in einer sehr guten wirtschaftlichen Umgebung. Die Margen sind aber deswegen auch trotzdem noch recht hoch. Aber aus den angesprochenen Schwächen von Siemens bekommt Siemens eine 6,4, was einem fairen KGV von 13 entspricht. Da liegt ungefähr auch so das langfristig KGV der Aktie. Auch wenn es inzwischen eine Dividende gibt, ist es so eine typische Halteposition. Ich glaube allerdings nicht, dass im aktuellen Setup und Management die Siemens-Aktie den DAX die nächsten Jahre schlagen wird. Schaut euch dazu vielleicht auch die anderen Analysen zu den DAX-Konzernen auf investorsearch.net oder auf dem Investor Search YouTube-Kanal an.